Als ich aus Bulgarien nach Deutschland kam, sah ich so aus. Und ich hatte in der Tasche nur 50 Mark. Ich übertreibe nicht und ich erzähle das nicht, weil das sehr gut aussieht als eine Erfolgsgeschichte. In der Tat, der ganze Monatsgehalt in Bulgarien als Journalistin in dem Monat März war so viel, dass nach dem Umtausch bei der Bank ich nur einen einzigen Schein bekommen habe. Dieser Schein war in meiner Tasche, als ich nach Köln kam. Und ich habe nach einer kurzen Nacht meine Reise weitergemacht. Meine Reise sollte bis zur Deutschen Welle gehen. Bei der Deutschen Welle gab es eine bulgarische Redaktion. Und in meiner Tasche gab es noch einen Artikel auf Bulgarisch, mit dem ich mir erhofft habe, Arbeit zu bekommen. Ich ging zum Bahnhof und dann habe ich den Dom gesehen. Danach bin ich in den Hauptbahnhof reingegangen. Und da duftete so schön nach Brot und ich war hungrig. Dann habe ich entdeckt die Bäckerei, ging ich und habe diese alle schönen beleckten Brötchen gesehen. Aber ich habe mir ein trockenes Brötchen gekauft. Und sie brauchen jetzt nicht Mitleid mit mir zu haben, weil ich selber nicht unglücklich war. Ich war an meinem Ziel angekommen. Ich war in Deutschland und in Köln. Und ich hatte meinen Artikel, mit dem ich Arbeit finden wollte. Danach ging ich zur Deutsche Welle, nahm ich 16, Nummer 16, bin ich da angekommen und die Tür öffnete sich, eine Redakteurin hat mich empfangen, ich war schließlich angekündigt. Die Redakteurin war in Eile, hatte keine Zeit, aber so viel Zeit hatte sie, um zu sagen, wir haben hier keine Arbeit für dich, du gehörst zu den Kollegen drüben, keine Chance, geh zurück. Sie wollte mich dann zur Tür bringen, das waren ungefähr 5-6 Meter, vielleicht von hier bis zur Wand. Wir gingen zusammen und ich habe Zentimeter für Zentimeter aufgezählt, wie viel noch zu meiner Niederlage bleibt. Das wäre schon alles gewesen. Ich hatte in der Tasche den Rest von den 50 Mark und den Artikel hat keiner gewollt zu sehen. Wir gingen und gingen und blieben noch 2 Meter und ich, weder tot noch lebendig, dachte ich, das war's. Jetzt öffnet sich die Tür, ich bin wieder draußen und gibt's nichts mehr. Dann kam uns entgegen einen Mann, der mich grüßte und sagte, ist das Frau Kostadinova? Ich habe meinen Namen erkannt, ja, obwohl ich so aufgeregt war, aber mein Name war bis zu diesem Moment niemals in Verbindung mit dem Wort Frau ausgesprochen, weil ich bis zu diesem Moment Genossin war in der früheren Zeit. Und ja, der Mann fragte mich etwas, was ich kaum verstanden habe, aber seine Stimme, ich war schon wie hypnotisiert von seiner Stimme. Das war die Stimme, die wir bei geschlossenen Türen in Bulgarien gehört haben. Man hätte ins Gefängnis gehen können, wenn jemand erfahren würde, dass man Deutsche Welle hört. Dann hat er mich zu seinem Büro eingeladen, also den Weg zurück. Die letzten 2 Meter blieben bis zur Niederlage, die ich nicht gegangen bin. Er fragte mich, was haben Sie denn da in der Hand? Ich streckte meine Hand mit dem Artikel, er nahm ihn, hat angefangen zu lesen, hat das Telefon genommen und gesprochen, etwas auf Deutsch. Ich weiß es nicht, was er gesagt hatte, weil ich kein Wort Deutsch gesprochen habe. Dann legte er auf und sagte mir auf Bulgarisch, Konrad Adenauer Stiftung ist an Sie interessiert. Und wenn Sie es schaffen, das, was hier in diesem Artikel steht, auf Englisch zu erklären, haben Sie Chance auf ein Stipendium. Das war's. Danach bin ich den gleichen Weg in einer anderen Stimmung gegangen. Ich hatte ab diesem Moment 36 Stunden, um mein Leben zu verändern. Und ich habe es getan.